Vor wenigen Stunden hat sich eine dramatische Entwicklung im Ukraine-Krieg abgezeichnet. Sowohl der amerikanische als auch der britische Außenminister sind in Kiew eingetroffen und wollen jetzt den Einsatz von Langstreckenraketen auf Russland freigeben. Und damit wird Selenskyj dann die Krim und Moskau direkt mit Langstreckenraketen beschießen und der Krieg wird dann vollends eskalieren. Schauen wir uns diese dramatische Meldung mal an. Los geht's. Ich kann es einfach nicht fassen, welch dramatische Meldung ich heute in den Nachrichten lesen musste. Sind die westlichen Politiker jetzt komplett von Sinnen? Unglaublich! Der Deutschlandfunk schrieb, Außenminister der USA und Großbritannien in Kiew. Washington prüft angeblich Erlaubnis für Einsatz von Langstreckenraketen. Nach Angaben des US-Außenministeriums ist ein Treffen mit Präsident Selenskyj sowie ranghohen Regierungsvertretern geplant. Dabei dürfte es auch um die Forderung Kiews gehen, mit westlichen Waffen militärische Ziele auf russischem Gebiet angreifen zu dürfen. Medienberichten zufolge prüft die US-Regierung eine entsprechende Erlaubnis. Außenminister Blinken betont vor der Reise nach Kiew, er wolle ausloten, wie man der Ukraine in der gegenwärtigen Lage am besten helfen könnte. Und das, was hier der Deutschlandfunk schreibt, ist komplett untertrieben und verharmlost die Situation sogar noch, weil die USA, die prüft nicht nur eine Erlaubnis für Langstreckenraketen, sondern das wird von Präsident Biden direkt vorbereitet. Das Nachrichtenportal Reuters schrieb, Biden says ending ban on Ukraine's use of long-range weapon being worked out. Biden zu Deutsch, Biden, die Aufhebung des Verbotes des Einsatzes von Langstreckenraketen durch die Ukraine ist in Vorbereitung. Auf die Frage, ob die USA die Beschränkung für den Einsatz von Langstreckenraketen durch die Ukraine im Krieg gegen Russland aufheben würde, sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag, seine Regierung sei dabei, jetzt final zu klären. Also, das macht mich wirklich sprachlos. Damit geben die USA jetzt offiziell zu, dass sie den Ukraine-Krieg vollends eskalieren werden. Weil bisher hatte man ja gerade diese Freigabe von Langstreckenraketen eben nicht gegeben, weil man Angst vor einer Eskalation hatte. Direkt in Reuters steht, die USA zögerten, Waffen zu liefern oder deren Einsatz zu genehmigen, die Ziele tief im Inneren Russlands treffen könnten, aus Angst, dies könnte den Konflikt eskalieren. Kiews andere Verbündete lieferten zwar Waffen, aber es gibt Einschränkungen, wie und wann diese in Russland eingesetzt werden dürfen. Aus Angst, solche Angriffe könnten Vergeltungsschläge auslösen, die westlichen Staaten in einen Krieg ziehen oder einen Atomkrieg provozieren. Und selbst unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat eindeutig und mehrfach davor gewarnt. Die Welt schrieb noch im Juli, Kanzler Scholz stemmt sich gegen uneingeschränkten Waffeneinsatz durch die Ukraine. Scholz wies sodann die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj nach einer Aufhebung aller Auflagen für den Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Territorium zurück. Niemand hat eine Veränderung der bisherigen Maßnahmenrichtlinien vor, aus gutem Grund. Scholz beharrte auf der Position, es bleibe ja immer noch unsere Aufgabe sicherzustellen, dass wir die Ukraine maximal unterstützen, aber eine Eskalation des Krieges zu einem Krieg zwischen Russland und dem Westen verhindern. Und das erfordert Weisheit, Klarheit und Festigkeit. US-Präsident Joe Biden lehnt ähnlich wie Scholz einen weitreichenden Waffeneinsatz mit der Eskalationsargument ab. Da habt ihr es. Bisher hat man es verboten, Langstreckenraketen in Russland einzusetzen, weil man selber sagt, es würde den Krieg eskalieren und massive Vergeltungsschläge würde es hageln. Ich meine, Olaf Scholz weiß das und spricht es aus und sogar Präsident Biden weiß das und hat es ausgesprochen. Deswegen waren beide bisher strikt gegen die Langstreckenraketen in Russland. Aber offenbar
leidet Biden so stark an Demenz, dass er sich an diese Entscheidung nicht mehr erinnern kann. Und jetzt plötzlich wollen die USA doch Langstreckenraketen erlauben, obwohl sie ganz genau wissen, dass es den Krieg eskalieren wird und dass es massive Vergeltungsschläge gibt. Die USA und die Briten eskalieren mit dieser Entscheidung selber bewusst diesen Krieg und nehmen die dramatischen Folgen in Kauf. Und wenn man jetzt auch noch den amerikanischen Medien trauen darf, dann geht es jetzt nicht mal mehr um die Prüfung der Freigabe, sondern die Freigabe ist bereits erfolgt und deswegen ist der US-amerikanische Außenminister in der Ukraine. Weil die amerikanischen Medien haben das bestätigt, zum Beispiel die amerikanische Reporterin Julie Grace Brafke hat auf Twitter Folgendes geschrieben. House Foreign Affairs Chairman Michael McCaul said, I talked to Blinken 2 days ago and he is traveling with his counterpart from the UK to Kiev to basically tell them that they will allow them to hit Russia with Atacams. During an interview with me, TribeFest24 on Friday. Und zu Deutsch, der Vorsitzende des Außenministeriums des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, sagte in einem Interview mit mir bei TribeFest24 am Freitag, ich habe vor 2 Tagen mit Blinken gesprochen und er reist mit seinem Amtskollegen aus Großbritannien nach Kiew, um ihnen im Wesentlichen zu sagen, dass sie ihnen erlauben werden, Russland mit Atacams anzugreifen. Wow, das ist geisteskrank. Heute ist der amerikanische Außenminister Blinken in der Ukraine eingetroffen und er wird der Ukraine erlauben, die Russen mit Langstreckenraketen anzugreifen. Und das bedeutet, dass wir demnächst Langstreckenraketen sowohl auf die Krim fliegen sehen, als auch nach Moskau. Mit Drohnen hatte Selenskyj dort ja bereits angegriffen, aber jetzt, wenn er die Freigabe von den Langstreckenraketen bekommt, wird er das auch mit denen machen. Und das, meine lieben Zuschauer, macht mich wirklich fassungslos. Ich meine, Anfang dieser Woche oder Ende letzter Woche haben sich ja Bundeskanzler Scholz und Selenskyj noch gemeinsam mit Deutschland getroffen und sie haben über einen Friedensgipfel mit Russland gemeinsam gesprochen. Und jetzt gibt es plötzlich diese krasse Eskalation mit der Entscheidung für die Freigabe der Langstreckenraketen. Wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite sagt man, ja, wir wollen jetzt Frieden verhandeln und auf der anderen Seite, ja, aber jetzt beschießt jemand mit Langstreckenraketen. Das ist doch genau das Gegenteil von dem. Und ich hoffe jetzt wirklich allen Ernstes, dass Olaf Scholz hart bleibt und bei dieser Entscheidung von Präsident Biden nicht mitmacht, dass er weder unsere Langstreckenraketen vom Typ Taurus in die Ukraine liefert und erst recht keine Freigabe für den Beschuss auf Moskau gibt. Diese Eskalation und die darauf folgenden Gegenmaßnahmen haben das Potenzial, ganz Europa in Schutt und Asche zu legen. Das kann doch niemand ernsthaft wollen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Eskalation sagt.